Der verzweifelte Kampf ums Überleben geht weiter bei Stellaris. Hallo Basti, hallo Leute. Hallo Dennis. Hallo. Hallo Leute. Die Laune ist am Scheitelpunkt. Es wird nicht mehr besser. Es ist praktisch wie Feiertag oder so. Es ist wirklich ein bisschen gerade, es kommt gerade alles zusammen. Also ich führe immer noch diesen furchtbar nervigen Krieg, der mir halt einen Teil meiner Systeme wegnimmt. Mittlerweile sind es nicht mehr so viele, Gott sei Dank, weil ich relativ gut hier schon wieder zurückerobert habe. Parallel ist aber direkt in meinem Reich ja eine der Endgame-Krisensysteme aufgetaucht, die mir und Basti auch noch knapp 40% von allen unseren Ressourcen, die wir einnehmen und auch zum Teil die Forschung und so wegnimmt. Was jetzt auch nicht so gut ist. Also es hat auch, sagen wir mal, gewisse Nachteile, dass man 40% weniger Ressourcen hat. Ja, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass das nicht so optimal ist. Man will sich ja nicht aufregen, aber irgendwie macht das Spiel gerade doch sehr viel Arschlöchigkeit auf einmal. So ist mein Gefühl. Ich baue gerade noch neue Schiffe und so, aber so viel Ressourcen kann ich gar nicht investieren, dass ich genug Schiffe habe, um die Endgame-Krise abzuwehren. Ohne Hilfe. Also wir müssen es irgendwie gleich hinkriegen, uns zusammenzufinden und gemeinsam so ein Ding dann anzugreifen, so ein Cluster. Weil ich glaube, jeder alleine hat da keine großen Chancen. Also nicht, dass wir zusammen jetzt irgendwie unbesiegbar wären, aber zusammen haben wir wenigstens einen Hauch einer Chance. Ja. So, jetzt übernehme ich den Planeten wieder. So, zumindest kann ich es jetzt vielleicht schaffen, hier aus dem Krieg rauszugehen. Nicht als der große Verlierer, sondern als, naja, Gewinner möchte ich mich dann auch nicht bezeichnen, aber vielleicht verliere ich nur ganz wenige Systeme oder so. Momentan verliere ich nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Systeme. Das ist nicht so schlecht. Das könnte schlimmer sein. Boah, ich werde in der Föderation eingeladen. Welche denn? Ich dich auch wieder nicht. Von der Hifner-Hegemonie. Die Hifner, die gibt's doch gar nicht mehr. Die gibt's doch gar nicht mehr, wirklich, nee. Die haben doch echt nur noch zwei Systeme oder so, da ist doch nichts mehr. Was laden die dich denn da ein? Toll. Oh, Scheiße. Ich kann sicherlich nicht an. Ne? So, ich müsste jetzt eigentlich auch mal wieder irgendwie meine Planeten ein bisschen ausbauen, aber das Problem ist ja, mit jeder Ressource, die ich irgendwie auf meinem Planeten baue, helfe ich ja auch dem Gegner. Das ist halt auch... Das ist alles so verzwickt. Eine wirklich verzwickte kleine Scheißsituation. Und irgendein Reich ist doch auch... Der Krieg ist beendet! Verbracht. Der Krieg ist beendet und ich habe nichts verloren! Ich habe sogar was gewonnen. Ich habe 5 Systeme dazu bekommen. Okay, Basti, jetzt wird's spaßig. Der Krieg ist zu Ende, jetzt wird es spaßig. Jetzt wird's wirklich, wirklich lustig. Okay, dann sammle ich jetzt mal alle meine Flotten wieder oben in meinem Heimatsystem. Ich brauche sie nur noch da. Ich hoffe, niemand anderes kommt auf die dumme Idee, jetzt Krieg zu führen gegen mich. Sagt der und Bombenkrieg. Nein, kein Krieg, verschrei's nicht. Sowas passiert hier nicht. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe neue Systeme dazu gewonnen. Die muss ich jetzt mal in einen Sektor eingliedern, damit was passiert. Also ich finde, du könntest jetzt noch ein A-Gate öffnen. Sollte ich das echt mal machen? Ich weiß nicht, was da passiert, deswegen... Nichts Gutes. Sagen wir mal, es macht die Situation nicht einfacher und überschaubarer. Gut, ich habe schon 7 Systeme verloren. Ja, wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrenge, dann könnte ich tatsächlich eine seiner Flotten könnte ich besiegen, glaube ich. Ich bin stärker als 87.000. Problem ist halt nur, dass das ja nicht alles ist, was er hat. Hat ja mehr davon als eine.
So, das heißt, die können wir schon mal vereinen wieder zu einer Flotte. Sehr gut. So, die kommen bitte alle mal nach Zero. Du kommst auch nach Zero. Ins Heimatsystem. Wieso? Nein! Wieso könnt ihr euch jetzt hier nicht reparieren? Verstehe ich nicht. Hä? Repariert halt einfach hier eure Systeme. Ship augmentation is completed. 40, dann können wir die nochmal aufteilen. Dann packen wir da nochmal 20 mit rein. Dann haben wir da eine knapp 76.000er Flotte. Die teilen wir nochmal auf. Die kommt da noch mit dazu. Und die kommt da noch mit dazu. So, dann sind wir nämlich bei 80 und bei 70.000. Also bin ich bei ziemlich genau 150 insgesamt. Das ist sehr gut. Dann bauen wir nochmal zwei Zerstörer, um die Flotten aufzufüllen. So, ich bin im Minus Energie. Das liegt aber auch wahrscheinlich nur daran, dass diese kleinen Arschlöcher mir hier alles irgendwie wegnehmen. Säubern wir mal hier alles weg. Construction complete. Machen noch eine Drohnenpatrouille. Puh. So, ich bin bei 154.000. Steigend. Tendenz steigend. Und zwei volle 180er Flotten. Und ich könnte mir... Oh, ich bin sogar momentan über meiner Maximalzahl an Stationen. Das sollte ich ändern. Herabstufen. Dann habe ich nämlich auch wieder mehr Energie. Und dann bin ich ja im Minus. Einfach weil ich über meiner Zahl bin, der möglichen Stationen. So. Ah, bin immer noch im Minus Energie. Scheiße. Nein, jetzt bin ich im Plus. Das hat nur kurz geladen noch. Okay, alles gut. Und na, was? Was passiert? Kritische Störung im Energieversorgungsnetzwerk. In einem weiten Bemühungen, unsere Verteidigung zu untergraben, haben die Abschaltung der Stromversorgung. Sie haben Agenten in die Antriebsströme des Kerns geschickt, durch die Aggregate übersteuerten. Auch wenn alle Kraftwerke in diesem Prozess was? Zerstört werden. Alle? No. No. Irgendwer beleidigt mich. Ja, von mir aus. Ich hoffe, mir ernsthaft? Erklärt jetzt kein Gefallen, es reicht den Krieg. Da habe ich ernsthaft jetzt. Ist gar keinen Bock. Wollt ihr mich total verarschen? Ich glaube, das ist ihr Ziel. Das ist ihr Hauptziel. Doch jetzt, das kann jetzt nicht. So, ich brauche mehr Mineralien. Aber die sind doch noch alle heile. Boah, wehe und wehe, das kommt, wenn die das durchkriegen, ey, ich raste aus. Ach so, das ist nur sozusagen so ein Ereignis, was dann irgendwann halt... Ich habe keine Ahnung. Könnte sozusagen irgendwann eintreten, sobald sie irgendwas erforscht haben oder so. Och du. Meine Bewohner jetzt machen Geistsignal, Feldproduktion, Energieproduktion, Physikproduktion, Sozialproduktion, Engineerproduktion minus 40%. Geil. Cool, das klingt vielversprechend. Geil. Richtig geil. Boah, hier sind ganze Planeten entvölkert und ohne irgendwelche Gebäude. Es ist so eine Scheiße, was die hier gemacht haben. Kaum gibt man mal einen Planeten für 15 Jahre ab, ist der komplett ruiniert. Da ist nichts mehr. Es ist... Und das Signal greift weiter mein System an. Geil. Einfach geil. Ja, hat ja keiner gesagt, dass so eine Endgame-Krise einfach ist. Aber die ist ja als Roboterreich total nervig. Die ist voll imbar. Als Roboterreich hast du da wirklich... Also ich bin echt schockiert, wie unbalanced das für Roboterreich ist an der Stelle. Also das ist richtig krass. Das ist ja überhaupt keine Chance dagegen. Also hast schon eine Chance, aber es ist, es ginge besser, sagen wir mal so. Aber ich kann jetzt auch nicht hier jeden einzelnen Planeten, alles säubern. Oh shit, ich habe gleich keine Energie mehr. Fuck. Soll ich dir geben? Komm, ich geb dir schnell. Ja, bitte. Diplomatie.
handeln. Können wir auch gleich wieder hier Forschungsabkommen und so erneuern. Warte, zack, zack, zack. Alter. Zack. Das blöde Energiesignal-Ding hat mir 47.000 Energie aufgefressen, Alter. Das ist nicht schlecht. Ich hab dir jetzt mal 25.000 gegeben. Das könnte jetzt erstmal wieder vielleicht ein bisschen reichen. Einfach nur ein scheiß Witz, ey. So lustig finde ich das gar nicht. Hier bauen wir Energie. Aber das wollt ihr doch sehen, oder? Das ist Drama. Das ist genau das, was ihr sehen wollt. Ja, Stress. Ich baue Kraftwerke, um meine Energie runterzukriegen. Und irgendwie verliere ich mehr Energie. Es ist irgendwie kontraproduktiv. Ja, okay, dann lassen wir das mit der Energie. Bewohner bauen. Nein, ich meine als Kraftwerk, weißt du, ich baue Kraftwerke auf die Planeten, wo ich noch bauen kann. Und ich baue Kraftwerke und gewinne einfach nichts dazu. Ja. Das ist echt eine miese Krise. Ja, es reimt sich. Wie lange habe ich noch? Oh, 40 Monate noch. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ihr könnt die allerbesten sein. Das Geile ist, es passt von vorne und hinten nicht mit der Energie. Ich krieg viel zu... Lol. Viel zu wenig. Das Gute ist, das ist das einzig Gute an so einer scheiß Endgame-Krise, dass man von seinen Sektoren dann für nur noch 25 Einfluss Ressourcen abheben kann. Das heißt, ab jetzt bin ich sozusagen ressourcentechnisch, kann ich mir ständig was holen, ohne dafür viel Einfluss ausgeben zu müssen. Das ist sehr angenehm tatsächlich. Problem ist, an Ressourcen mangelt es momentan nicht, sondern eher an Raumschiffen. Deswegen baue ich mal noch ein paar kleine Raumschiffe. So. Mache ich mal eine dritte Flotte auf, würde ich sagen. Bevor ich mich das erste Mal stelle. Die wollen alle Allianzen haben, ey. Wollen wir mal eine Allianz machen? Komm, dann fragen die dich nicht mehr ständig. Kann man ja nicht. Ich kann dich hast du das freigeschaltet? Ich habe das freigeschaltet. Ich kann dich in der Föderation einladen. Nee, ja, da braucht man, glaube ich, nur zwei Leute für eine Föderation, oder? Warte mal. Oder braucht man drei? Nee, man braucht, glaube ich, nur zwei. Wir sind blau! Oh, ich bin blau! Glückwunsch. Oh mein Gott! Wir können halt nur leider immer noch nicht so richtig zueinander fliegen, weil da immer noch zwei Systeme im Weg sind. Aber du müsstest jetzt durch... Hast du jetzt nicht auch irgendwo ein Sprungtor oder sowas? Nee. Du hast doch ein Sprungtor im Murus-System. Ein Sterntor, meine ich. Ich sehe das doch. Erzähl mir doch nichts. Hast du auch erobert. Irgendwie was? Du hast doch ein Sterntor. Das heißt, ich kann doch jetzt zu dir springen sogar. Also wir könnten jetzt sogar zusammen was machen. Ja, ich kann direkt zu dir hüpfen. Von meinem Heimatsystem. Ja. Easy. Ja. Von jetzt an sind wir miteinander schön verbunden. Alles easy, alles gut. Ich habe im Manox-System auch einen Stern. Aber das ist blöd. Da ist man so abgeschnitten irgendwie. Gut, damit haben wir das jetzt endlich mal geschafft. Hat ja nur 1000 Jahre gedauert irgendwie. Naja, 260. Bis wir endlich mal miteinander verbunden waren. Ich erforsche aber gerade Sterntor-Konstrukt. Oh, Blockade des Geistersignals. Sollte ich vielleicht auch mal erforschen. Das ist scheiße. Ah. Ja, ich habe das schon länger als Situations... Mir wurde es nicht angezeigt als Dings, weißt du? Ich musste jetzt aktiv ins Situationsprotokoll gucken. Deswegen habe ich es nicht gemerkt. Okay. Es kann aber noch ein Weilchen dauern. Es dauert jetzt 40 Monate. Ugh. Naja, aber besser als nix. Das macht was ganz Tolles, wenn man das hat. Ich hoffe auch, ja. Das wäre wichtig. Von großer, großer Bedeutung. Wir werden unten immer stehen. Ich baue mal ein paar Ankerplätze. Sieht es da oben aus? Da oben schaffen sie es aktuell nicht weiterzukommen. Das ist schon mal gut, wenn sie abgebremst werden. Das hilft allen. Das ist wichtig. Und bei dir haben sie nur noch eins.
Nee, nee, sie hatten da von Anfang an nur eins. Sie haben da sozusagen nicht sich weiter ausgebreitet. Sie erobern immer nur die Systeme und fliegen dann aber wieder weg. Du siehst ja, was sie alles schon kaputt gemacht haben. Das sind ja 8, 9 Systeme sind da jetzt, ja. Die waren ja vorher alle meine. Es ist so nervig, ich würde immer noch so gern dieses scheiß Wolkingdom schlucken. Ist nicht mit dir. Ich habe einen Angriff auf meine Mineralproduktionspipeline abgewehrt. Cool. Das ist jetzt nicht so verkehrt, würde ich sagen. Oh, das ist ja noch mies, ey. Stell dir vor, die fliegen die Mineralien-Finger um die Ohren. Ja, also ganz ehrlich, Mineralien sind jetzt noch so das Einzige, was ich wirklich dringendst brauche, um hier eine Chance zu haben. Das wissen sie und sagen, ja, okay, dann sprengen wir die in die Luft. Boom. Ja, weg damit. Vergiss deine Mineralien, sie sind längst tot. Als Robotervolk bist du echt das. Bist angeschmiert, aber voll. So, ich hole mir jetzt hier erstmal ein paar Mineralien wieder zurück. Na gut, da hast du halt dafür am Anfang halt überhaupt keine Probleme. Und wenn dieses Ding auftaucht, die nicht auftaucht, die Krise, bist du halt die ganze Zeit auch relativ stark. Oh, wir können noch ein paar Föderationstitanen bauen. Ich baue jetzt erstmal an meiner eigenen Flotte weiter. Ich finde, wir brauchen dieses Föderationsding nicht unbedingt. Oh, ich kann vielseitig. Brauche ich da irgendwas? 152.000 Stärke, 153.000 Stärke habe ich. Autonome KI. Ach, macht das alles Spaß. Ist das alles schön, das Wohl-Kingdom, ja. Ja, die sind leider in der Föderation. Aber so nervig. Ich warte ja, dass vielleicht die Maschinen da ein bisschen so rumfalten. Die aber momentan so richtig machen sie da nichts da unten. Ja, die haben halt diese vier Systeme. Ja. Oh, jetzt ist das Wohl-Kingdom, hat sich aber jetzt ein System direkt neben dem geschnappt. Jetzt könnte es interessant werden. Fliegt rüber, fliegt. Kommt, einfach nur rüberfliegen. Los, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Oh, Mann, Mann, Mann. Also momentan könnte ich mir sogar noch ein paar mehr Schiffe leisten. Also jetzt nicht in Bewegung. Also momentan sind sie alle angedockt und kosten deswegen weniger. Aber noch bin ich im Plus, Mineralien. Nein, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Forschungsbohnen. Ah, ich könnte doch mal... Wie sieht's denn aus mit Richtlinien und Erlasse? Gibt's da nicht hier irgendwas zum Thema Produktionsziele? Gibt's doch genau. Mehr Mineralienproduktion. Nice. Netzüberlastung. Mehr Energie brauche ich eigentlich nicht. Nee. Ach, stimmt. Ich habe gerade so viel Einfluss. Mir fällt gerade ein, ich könnte ja auch mal ein paar Erlasse erlassen. Ich habe auch relativ viel Einfluss, nämlich das Maximum. Und ich... könnte... Jetzt Überlastung... Ich könnte auf den Planeten ja auch sinnvollerweise noch die Landräumung machen. Zack. Und da dann noch was Schönes hinbauen. Ach, hier war sogar noch was frei. Was? Ha! Ich krieg wieder Plus-Energie. Yay! Alle das freuen sich so doll. Sehr schön. Plus 35. Ha, gegengewirkt. So. 35 ist aber auch nicht. Ja, das ist doch nicht also so schlecht. Mit den Zahlen, die ich sonst jetzt immer hatte, ist das nicht. Ja, okay. Es kommt immer darauf an, wo man herkommt. So, säubern. Das hört sich auch geil an. Kommt immer drauf an, wo man herkommt. Ist alles relativ, will man ja damit sagen. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr über meine Systeme, über meine Planeten. Also es gibt hier bestimmt. Die Hälfte meiner Planeten muss bestimmt irgendwie ausgebaut werden oder so, aber ich habe so viel jetzt auf einmal wieder zurückgeholt, wo alles kaputt ist und so. Das lasse ich jetzt einfach mal größtenteils die Sektoren machen. Ich kann mich da jetzt nicht so groß drauf konzentrieren. Ich mache das jetzt so schrittweise hin und wieder mal ein, wo ich irgendwie mal manuell irgendwie ein bisschen was baue. Und dann gehe ich wieder weg für 10 Minuten und überlasse ihn seinem Schicksal. Hier könnten wir nochmal ein paar Bewohner bauen. Noch einmal ganz kurz weg. Ja. So. Jetzt müsste es eigentlich langsam wieder... Oh, jetzt habe ich alles voll mit organischem Viehzeug, ey. Weg.
mit euch. Ja, ein bisschen Mineralien. Können wir hier auch mal alles säubern. Alles weg. Alles weg. Alles Organische bitte einfach mal weg. Und dann sehen wir weiter. So, dann kommen da jetzt noch Roboter drauf. So, reicht jetzt erstmal wieder. Über kurz oder lang sollte das dann schon ein bisschen was bringen, weil jeder dieser Planeten ja schon dann auch ordentlich Ressourcen produziert. Upsa. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt baue ich mal noch ein paar Korvetten. Dann müsste ich eigentlich da auf 20.000 kommen, dann bin ich bei 170.000. Und dann könnten wir ja zum Abschluss dieser Folge nochmal versuchen, eine seiner Flotten anzugreifen. Construction complete. Und dem einfach mal ein bisschen was kaputt zu machen. Dann breitet er sich nämlich auch nicht mehr ganz so schnell aus. Solange er das System hier oben, die Systeme hier oben sich nicht holt, wo so viel produziert wird. Das sind ja echt wertvolle Systeme mit irgendwie 14 Mineralien, 13 Mineralien. So, und da bin ich wieder. So, Basti, dann wirst du Zeuge des großen Abschlusses dieser Folge, wo ich mir nämlich mal eine seiner Flotten vorknöpfe. Ich habe jetzt 170.000 hier am Start und fliege damit jetzt mal zu ihm. Mal gucken, ob das was wird. Ich bezweifle es. Das glaube ich auch jetzt einfach nicht. Was glaubst du nicht? Dieses blöde Maschinendrecksintelligenz hat einfach mal meine Militäreinheiten deaktiviert. Was? Wie das denn? Was heißt denn deaktiviert? Die Militärflotte nicht, sondern... Ach Gott, die Landeinheiten. Die Gott sei Dank. Ja. Toll. Also hat er jetzt deine Landeinheiten deaktiviert oder was? Nee, meine Admiräle. Ach, deine Admiräle. Na ja, gut. Oh, ich hab grad Schock fürs Leben gesehen. Sag mal. Ja, Militäreinheit deaktiviert. Admiräle sind zwar praktisch, aber ist jetzt natürlich nicht der Weltuntergang. Kaufe ich mir halt einen neuen Admiral. Mit Blackjack und Nutten. So, Och, nö. Dann jumpen wir jetzt rüber. Okay, Leute, es ist soweit. 88.000. Ja, ich hab's geschafft. Okay, ich weiß, was das Geister, was das die Dingsbums macht. Ich bin jetzt hier gerade gegen eine seiner Flotten am Start. Gegen die Krise. Ich verliere ein bisschen was. Ich habe ein paar Schiffe verloren, aber noch ist okay. Meine schwächste Flotte wird ganz schön platt gemacht. Ich habe gewonnen! Sehr gut. Sehr gut, dann kann ich nämlich direkt mit der schwächeren Flotte, kann ich jetzt hier meine größeren Flotten wieder verstärken. Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Zack, zack. Verstärken. So. Ja, ich habe nicht viel verloren. Jetzt kann ich gleich noch seine andere Flotte fertig. Ich kann seine Ausbreitung eindämmen. Er darf halt nur nicht mit mehreren Flotten gleichzeitig kommen, ne? Das ist ja immer das Problem, aber... Solange er nur mit einer am Start ist, kann ich ihn vielleicht eindämmen auf sein eines System hier. Das wäre ja auch schon ein Erfolg. Ich greife jetzt gerade übrigens gleich noch eine zweite Flotte von ihm an, ne? Also nur mal, nur mal so aus Gag. Weiß, was das deaktiviert, wenn du das durchkriegst, was es macht. Was denn? Alle Malin, alles verschwindet. Oh, das ist geil. Blockade des Geistersignals. Ich habe jetzt gerade seine zweite Flotte auseinandergenommen. Ich bin halb durch. Ich bin noch 25 Monate, bis ich es habe. Okay. So, dann können wir die noch zusammenpacken. Gut, aber mehr als zwei so eine Angriffe kann ich dann halt hintereinander weg auch nicht machen, ne? Also das ist... Das ist schön. Ich habe keine Mali mehr. Oh, hast du es gut. Ja, ich hab's auch bald. Jetzt muss ich nur noch... muss ich nur noch seine letzte... Er hatte drei Flotten hier bei mir, die so 60.000 bis 80.000 hatten. Und dann muss ich jetzt nur noch die letzte davon kaputt machen. Dann hat er keine Flotten mehr bei mir zumindest. Dann hat er nur noch seinen einen scheiß Hauptwelt. Und die könnte man sicherlich dann zu zweit versuchen. Dann wäre es ein Problem von den anderen. Dann hätten wir kein Problem... Also hätte ich zumindest kein Problem mehr. Und das bei dir ist jetzt ja auch nicht direkt bei dir, weil die keinen Zugang haben zu dir. Das heißt, dann wäre das eher ein Problem der anderen, diese Endgame-Krise.
Es macht mich ehrlich gesagt ein bisschen froh gerade, dass wir da eine Chance haben. Ich sehe Licht. Licht am Ende des Tunnels, Basti. Ja, ich auch. Jetzt bist du auch noch deine Mali los. Jetzt müsste ja eigentlich die Ressourcensache wieder ein bisschen besser aussehen. Ja, ich habe wieder bei alles über plus 500. Ja, super gut. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, ja, da bin ich wieder besser gerüstet. Ja, das klingt auch so. Kann ich mit dem Forschungsschiff hier gucken, dass ich da ein bisschen... wo fliegt der jetzt? Achso. Ja, von mir aus, das sind gerade nicht meine Feinde. Mein Forschungsschiff fliegt gerade irgendwie einmal durch die halbe Galaxie mit zwei Sprungtoren, um irgendwie ans andere Ende meines Gebiets zu kommen, weil es halt gesperrt wird. Gerade durch die Endgame-Krise. Macht er halt einen riesen Umweg und fliegt halt durch den lilanen Sektor da drüben ganz links. Der ja bis eben noch meine Feinde waren, aber momentan sind die ja neutral mir gegenüber. Kann er von mir aus durchfliegen. Ich bin gerade gewundert, wo der jetzt hin will hier. Bisschen seltsam. Oh, ist einer meiner Admirale gestorben? Nö. Wieso ist der da jetzt raus? Komisch. So, so. Ja, aber ich bin echt ein bisschen fasziniert davon, dass das jetzt hier ganz gut geht. Also seine Flotten kriege ich ganz gut tot. Solange ich ein bisschen ihm überlegen bin, ist das machbar. Natürlich nicht, wenn er halt mit zweien gleichzeitig kommt. Und so leicht sein 230.000er autonomen Cluster da kriege ich natürlich auch nicht so leicht kaputt. Ah, dieses scheiß geometrische Gebilde hier. Verbessere ich meine Flotte? Sieht ein bisschen aus wie eine No Man's Sky Raumstation, dieser Cluster. Weltraumhafen übernommen, was wo? Die Wichser haben einen Weltraumhafen übernommen. Naja, gleich bin ich fertig mit dem Geistsignal. Gleich ist es soweit. Ah, stimmt. Ja, diese komische Sternbasis sieht echt so aus. Bisschen wie diese eine Art von No Man's Sky Sternbasen, ne? Diese, die auch auf dem Cover mehr oder weniger drauf sind, dieses Symbol. Dieser doppelte Tetraeder oder was das ist. Construction complete. So. Jetzt baue ich hier erstmal meine Systeme wieder aus, die ich mir zurückgeholt habe. Ich meine, die holt er sich gleich wieder, aber ist mir jetzt gerade egal. So. Jetzt sieht das schon auch gar nicht mehr so schlimm aus. Jetzt ist auch mein oberer Nordsektor ist jetzt wieder verbunden mit meinem Zentralsektor, weil ich das mir zurückgeholt habe. Sehr gut. Es ist so schön. Ich kriege wieder Energie und Mineralien. Ja, das freut mich auch wirklich. Das ist gut für uns. Wenn du wieder mehr Ressourcen hast, dann kannst du dir nämlich größere Flotten leisten. So, wie sieht's mit dem Geistsignal aus? Noch 11 Monate. Das haben wir ja bald. Und irgendwas scheint ja ganz gut gelaufen zu sein. Wir haben heute noch nicht einmal eine Desynchronisation gehabt, obwohl wir schon jetzt was 5 Folgen haben wir aufgenommen. Hintereinander. Über zwei Stunden. Mhm. Bald 3 Stunden und nichts desynchronisiert. Es ist sehr, sehr schön. So kann es halt auch mal gehen. Ja. Dachte sich halt wegen dem Urlaub und der Pause, jetzt gönnen wir den mal wieder. Ja. Das ist auch nett, dass es so gut funktioniert. Also, es könnte ja trotzdem jetzt ständig wieder abspacken. Aber macht's nicht. So, jetzt ist hier noch eine 65.000er Flotte und sein Cluster. Die Flotte kann ich mir demnächst dann holen. Ist da irgendwo ein Sprungtor in der Nähe? Da ist ein Sprungtor in Porabim. Oder in Banago. Komme ich da direkt hin? Kann ich direkt nach Banago springen? Nur mal ganz doof gefragt. Ja, kann ich. Geil. Das heißt, ich kann direkt in das System springen und die Flotte noch kaputt machen. Das ist ja vielversprechend. Construction complete. So. Läuft, würde ich sagen. Gut. Liebe Leute, wir machen eine Pause. Wir haben Licht am Ende des Tunnels gesehen. Das nächste Mal gehen wir darauf zu. Hat ja noch nie was Schlechtes bedeutet, auf das Licht zuzugehen. Habe ich noch nie gehört. Ist immer gut. Ist immer nur
rein positiv optimistisch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.